Landessprecherin der AfD. Frau Dr. Weidel, herzlich willkommen hier bei uns im Mahl. Herzlich willkommen, Frau Bühne. Gelaunt den neuen Parteivorstand wählen und ich freue mich zusammen mit Tino Chrupalla
aber wieder anzutreten. Denn das, was passiert ist, hätte nicht passieren müssen. Eine basisdemokratische Partei wie die Alternative für Deutschland, ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir besonders stolz sein können, entwickelt sich in kleinen Schritten. Wir sind eben kein Kanzlerwahlverein, keine Funktionärspartei wie die von der Leyen CDU, wo man von oben nach unten bestimmen kann. Und darauf sind wir stolz, liebe Freunde. Das heißt aber auch, dass wir aus Fehlern lernen müssen. Andererseits heißt es aber auch, dass wir uns keinen Wahlverein in Europa für Ursula von der Leyen anschließen werden. Oder uns Interessen unterwerfen, die einen weiteren Abfluss deutschen Steuergeldes bedeuten in den Moloch Europäische Union. Das geht es auch nicht an. Wir sind und wir bleiben und wir werden es immer sein. Wir sind eine patriotische Partei für unser Land. Wir sind eine patriotische Partei. Dass wir uns als ein souveränes Deutschland uns nicht einen
wie den Migrationspakt unterwerfen. Weg damit! Wir fordern mehr demokratische Teilhabe. Wir fordern Volksabstimmung in Europa. Gewählten Vertreter sitzen des Volkes. Denn in den nationalen Parlamenten sitzen gewählte Volksvertreter. Und eben in diesem Land muss es ein Vetorecht geben gegenüber Brüsseler Vorgaben. Jedes Land muss die Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren. Und wenn einem Land, wenn einem unabhängigen europäischen Staat, die von der Leyen mit einem irren Green Deal oder Verbrennerverbot oder Zwangsimpfung oder Zwangsverordnung gegen die Industrie, Überwachungen, Vermögensregister von Privatpersonen, weil alle Staaten bereits pleite sind, weil sonst nichts mehr zu holen ist. Und wenn einem Land das gegen den Strich geht, dann muss es die Möglichkeit haben, durch Volksabstimmung aus diesem Gebilde ausscheiden zu können. Das nochmal, um es klarzustellen, das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht wollen, dass die EU ein Gefängnis wird für die Länder. Wir als AfD, wir wollen mehr Wettbewerb. Und nichts anderes würde es bedeuten, dass es eben mehr Standortwettbewerb wäre, den Ländern die Entscheidung selbst zu überlassen. Und sie würden nicht automatisch ins Nichts fallen, so wie das immer hier kolportiert wird. Sie würden automatisch, und das ist mein persönlicher Reformansatz, automatisch in den EWR fallen. Das ist nämlich der europäische Wirtschaftsraum von 1992, in dem alle vier Grundfreiheiten gelten. Aber ich muss auch dazu sagen, bezüglich Personenfreiheit können nur diejenigen sich frei bewegen durch Europa, die einen festen Job haben, also Arbeitnehmer sind, Selbstständige sind und nicht irgendwelche Sozialmigranten, die von einem Land ins andere rücken. Das sind Reformansätze, die wir haben. Und noch etwas Persönliches. Wir brauchen so ein Bürokratiemonster. Wie es die Europäische Union ist, brauchen wir nicht, bestehend aus überbezahlten und unterbeschäftigten Bürokraten. Wenn es nach mir ginge, könnte man die ganze Bagage vor die Tür setzen. Markt kommt, die Frechheit besitzen,
einen Haftungsausschluss zu forcieren, damit dieser experimentelle Impfstoff mRNA, vorher nie an Menschen getestet, hier überhaupt vertrieben werden kann. Das ist ein Skandal! Das ist ein Skandal! Ein Skandal! Ich will einmal wissen, welche Interessen hier bedient werden. Was in diesem Video falsch war, war folgendes, das muss man auch dazu sagen, die Staatsanwaltschaft, die ermittelt gegen Frau von der Leyen. Da werden ja irgendwie, keine Ahnung, SMS gelöscht, E-Mails gelöscht, wird alles vernichtet. Kein Wort darüber, dass ihr Mann irgendwie auch noch Berater ist. Das ist ja irgendwie so. Wir haben hier in Deutschland nicht ein Wirtschaftsministerium, sondern ein Vetternwirtschaftsministerium. Nicht wahr? Und darum wollen wir mehr Teilhabe der Bevölkerung an solchen Entscheidungen. Und ich will euch sagen, was noch dazugehört. Wir wollen die Ukraine nicht in der Europäischen Union. Bravo! Identitäts- und Heimatvernichtung.
gegen die überbordende Kriminalität und schieben endlich Illegale und Kriminelle endlich ab. Bürger. Ich bedanke mich.